Willkommen zu unserem kleinen Einmaleins der Kostenrechnung. Mein Name ist Dr. Laut. Unsere Frage heute: Was ist die AFA? Wir haben über den Unterschied zwischen Ausgabe und Aufwand gesprochen. Oft ist es so, dass die beiden Terme gleichzeitig auf einen Geschäftsvorfall zutreffen. Bei der AFA, der Abschreibung, trifft dies nicht zu. Hier haben wir einen Aufwand, der nicht mit einer Auszahlung einhergeht. Wir werden ärmer, aber unsere flüssigen Mittel werden nicht weniger. Das Finanzamt übersetzt AFA mit Absetzung für Abnutzung. Beim Handelsgesetzbuch haben wir einen Aufwand für Abschreibung vor Ort. Die Abschreibung quantifiziert den Wertverlust des Anlagevermögens. Wir werden hier nur zwei Arten der Abschreibung diskutieren, die lineare Abschreibung und die degressive Abschreibung. Bei der linearen Abschreibung sinkt der Wert eines Anlagegutes linear mit der Zeit ab. Der Anfangswert sind die Anschaffungs- oder Herstellkosten, in unserem Beispiel 10.000 Euro. Unsere Maschine wird 10 Jahre genutzt, danach ist der Wert auf 0 abgesunken. Pro Jahr verliert die Maschine 1.000 Euro an Wert. Wir haben einen AFA-Satz von 10% und einen AFA-Betrag von 1.000 Euro pro Jahr. Die Formeln, die man verwendet, um die lineare AFA zu berechnen, sind hier zusammengestellt. Der AFA-Satz ist 100% durch die Nutzungsdauer. Die AFA selbst ist der AFA-Satz mal die Anschaffungskosten. Und der Restwert oder Buchwert ist der Buchwert der Vorperiode minus der AFA. Ein weiteres Beispiel. Die Anschaffungskosten betragen 100.000 Euro, Nutzungsdauer 5 Jahre. Wenn wir linear abschreiben, ist der AFA-Satz 100% durch 5, also 20%. Die lineare AFA 20% von 100.000, also 20.000. Restwert nach einem Jahr 80.000, nach zwei Jahren 60, nach drei Jahren 40, nach vier Jahren 20 und nach fünf Jahren ist die Maschine abgeschrieben, steht mit einem Euro Erinnerungswert in den Büchern. Bewegliche Güter des Anlagevermögens, namentlich PKW, werden häufig degressiv abgeschrieben, das heißt, sie verlieren am Anfang ihrer Nutzungsdauer mehr an Wert als am Ende. Auch bei der degressiven Abschreibung hat man einen AFA-Satz. Diesen wendet man aber nicht auf den Anschaffungswert an, sondern jeweils auf den Restwert. Die AFA-Sätze bei der degressiven AFA sind deutlich höher als bei der linearen AFA, zum Beispiel das 2,5 bis 3-fache des linearen AFA-Satzes. Die degressive AFA errechnet sich aus AFA-Satz mal Restwert Vorperiode und der Restwert oder Buchwert ist wie gehabt der Buchwert Vorperiode minus AFA. Wenn wir im Beispiel vorhin unser Anlagegut degressiv abschreiben mit dem 2,5-fachen linearen AFA-Satz, dann verliert das Anlagegut im ersten Jahr 25.000 Euro an Wert. 25% von 100.000. Es bleiben 75.000 Restwert. Im zweiten Jahr müssen wir jetzt 25% von 75.000 rechnen, also 18.950 als degressive AFA. Im dritten Jahr 14.000, im vierten Jahr 10.000, im fünften Jahr 7.000. Bei der degressiven AFA schreiben wir im Unterschied zur linearen AFA nicht auf 0 ab. Wir können deshalb auf die lineare AFA wechseln, um letztendlich doch auf 0 zu kommen. Für das externe Rechnungswesen, die bilanzielle Abschreibung, ist die AFA gesetzlich reglementiert. Für das interne Rechnungswesen, die Kostenrechnung, können wir die kalkulatorischen Abschreibungen frei gestalten. Bilanziell schreiben wir gemäß der AFA-Tabellen ab. Kalkulatorisch schreiben wir nach der zu erwartenden Nutzungsdauer ab. Bilanziell haben wir die Abschreibungsbasis Anschaffungs- oder Herstellkosten. Kalkulatorisch schreiben wir auf die erwarteten Wiederbeschaffungskosten ab. Hier haben wir das Beispiel einer AFA-Tabelle. PKW sind zum Beispiel innerhalb von 6 Jahren abzuschreiben, Notebooks innerhalb von 3 Jahren. Hinsichtlich der degressiven Abschreibung ändert sich die Gesetzgebung häufig. Bis 2007 war degressive Abschreibung in Deutschland zulässig mit unterschiedlichen Grenz-AFA-Sätzen. 2008 war die degressive Abschreibung nicht mehr zulässig, dann war sie wieder zulässig und augenblicklich ist sie nicht zulässig. Wenn sich das Eigenkapital erhöht, erwirtschaften wir einen Gewinn. Wenn sich das Eigenkapital vermindert, erwirtschaften wir einen Verlust. Gewinn und Verlust fassen wir unter dem Begriff Erfolg zusammen.
Eine Möglichkeit der Erfolgsermittlung ist also die Differenz zwischen dem Eigenkapital am Ende und am Anfang einer Periode zu berechnen. Eine andere Möglichkeit der Erfolgsrechnung ist die Saldierung von Strömungsgrößen. Wir addieren all das, was uns reicher macht, alle Erträge, und ziehen davon alles ab, was uns ärmer gemacht hat, alle Aufwendungen, und erhalten ebenfalls den Erfolg einer Periode. Diese Art von Erfolgsrechnung, die auf Strömungsgrößen basiert, nennen wir Gewinn- und Verlustrechnung, kurz GUV, und ist ebenfalls vorgeschrieben für die meisten Unternehmen. Man addiert zunächst alle Erlöse, das sind im Wesentlichen die Umsatzerlöse, zieht dann alle Aufwendungen ab, Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungsaufwand, und erhält das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, in unserem Fall 275 Millionen. Manchmal wird es auch operatives Ergebnis oder EBIT genannt, Earnings Before Interest and Taxes. Von diesem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gehen noch die Steuern ab und wir erhalten dann das Jahresergebnis. Das Jahresergebnis entspricht genau dem Zuwachs des Eigenkapitals, welches wir aus den beiden Bilanzen erhalten haben. Wir können nicht nur die Strömungsgrößen, die unser Eigenkapital tangieren, saldieren, also Aufwendungen und Erträge, sondern wir können auch die Strömungsgrößen, die unser Geldvermögen tangieren, saldieren, nämlich Einzahlungen und Auszahlungen. Wir erhalten als Ergebnis dann nicht den Erfolg, sondern den sogenannten Cashflow. Der Cashflow ist, genau wie der Ertrag, eine wichtige Kenngröße für die Wirtschaftlichkeit, enthält aber nicht die Abschreibungen und wird deshalb von einigen Analysten bevorzugt. Man kann den Cashflow abschätzen, wenn man die Abschreibung zum Erfolg summiert.